Hallo und herzlich willkommen zum letzten Part. Nein, nicht wirklich. Willkommen zum großen Labyrinth. Es ist jetzt schon 75% des ganzen Spiels geschafft und es ist das letzte Level. Wir wählen die Charaktere einfach nach Reihenfolge aus. Wir können jetzt alle Charaktere wählen, die wir überhaupt wollen, aber ich finde am fairsten, wenn wir einfach mal nach Reihenfolge gehen. Also Mario, Donkey Kong, Link und Samus als erstes. Und ja, wir werden das große Labyrinth in viele Teile teilen. Und ja, das ist die erste Tür. Und damit treffen wir den ersten Gegner. Es ist, ja, der erste Endgegner auch gewesen. Wir werden jetzt im großen Labyrinth sozusagen alles nochmal begegnen, was wir davor schon begegnet sind. Das heißt also auch den Endgegnern und allem eben. Und wir müssen auch einige Level-Parts nochmal abschließen, aber das wird machbar sein, weil lediglich haben wir ja schon ganz viel erlebt und ja. Diesmal können wir auch die Endgegner zum Beispiel in Trophäen verwandeln. Das ist hier so die beste Möglichkeit eigentlich. Aber darauf bin ich ja jetzt nicht aus. So, geschafft. Und wir müssen wirklich alles besiegen. Wir können jetzt durch diese Tür gehen, da sind wir hergekommen, aber wir gehen jetzt weiter mal. So, jetzt haben wir die Möglichkeit links oder rechts gehen. Wir gehen links, weil rechts geht es noch weiter, links nicht, wirklich. Joa. So, hier ist die nächste Tür. Und die nächste Tür sagt uns, hier ist Pit drinne. Nämlich ein Schatten-Pit. Wir müssen nämlich gegen die ganzen Schatten. Die sind alle ein wenig größer als wir. Vielleicht sehen wir das irgendwann mal, wenn zum Beispiel Mario gegen Mario kämpfen muss. Oder halt Donkey Kong gegen Donkey Kong. Gucken wir mal. Ja, das war nicht sehr schlau, Pit. So. Am besten kann man die Gegner mit Items besiegen. Weiß nicht, woran es liegt. Ja, Mario schon mal weg. So, vielleicht jetzt mit Donkey Kong. Nimm das! Pit ist weg! Pit fehlt! Und yeah! So, das kennt ihr vielleicht noch aus dem zweiten Part, das Reich der Lüfte. Diesmal ist es hier kein Strolling-Level, wir können so und so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Aber es ist ein wenig anders. Bisschen schwieriger gemacht worden. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Nämlich hier ist ein Casting. Und ja, wir haben die Trophäe jetzt vergessen. Mitnehmen. Weil es wird ja hier, es zählt hier auch als Level. Das ist wirklich das allerletzte Level. Bloß es ist halt so groß. Das weiß man nicht. Also. Riesen Donkey Kong. So. Nein. Oh, das ist doch nicht. Also wenn das so weiterläuft, dann werden wir wahrscheinlich Donkey Kong noch ein paar Mal wieder treffen. Im großen Labyrinth. Und, yeah. Nein, nicht schlagen. Zack, mitnehmen. Bombe und bam. So. Wo führt uns das hin? Ja, gehen wir als erstes darüber. Das Schnetzel mal. Oh, Schnetzel. Nee, gehen wir hoch.
glaube, da drüben ist da unten ist was. Ich glaube, das führt uns aber weiter woanders hin. Das ist die Karte. Also wir können uns die Karte jederzeit angucken. Und ja. Moment. Bombe. Schnetzel besiegen, ja. Will Schnetzel nicht, okay. Wieder hoch. Gut, und zack. Ja, durch. So, wer kommt jetzt hier? Müsste Mario sein. Nö, es ist Link. Jetzt haben wir genau diesen Fall. Wie ihr seht, der Schatten-Link ist größer als der Originale. Und ja, wie ihr jetzt auch gesehen habt, das mit den Items. Ja, die Items sind sehr effektiv in dem Falle. So, wir sind in einer anderen Region. Ne, ich will jetzt noch nicht besiegt werden. So, hier ist der Punkt. So, und wir können uns jetzt die Charaktere aussuchen. Wir wählen dann Link und weiter durch. Und wir haben auch wieder 0 Schaden. Also immer wenn wir die sowas besuchen, dann haben wir wieder 0 Schaden und wir können uns Charaktere aussuchen. Wir können auch bei den Charakteren bleiben, die wir ausgesucht haben. Müssen wir einfach mal nur drauf gehen und dann wieder weggehen. Dann haben wir alle wieder so. Bloß halt in der Reihenfolge, die danach gekommen wären. Ja. Falsche Seite. Mitnehmen. So. Nimm das. So, welchen geht? Also den nicht. Bei dem Gang, den eben die Tür war, den werden wir nicht nehmen, absichtlich nicht, weil ich habe keine Lust auf die ganzen Gegner. Hier kommt auch niemand. Weil hier wäre der da rausgeführt worden und ja, wir wären eh oder eh nicht weitergekommen. Also was bringt uns das? Ne? So, dann machen wir das auf und müssen wir. Ne, wir müssen gar nicht zurück. Aber dich will ich besiegen. So. Kommt jetzt was? Ne, wieder zurück. So. Es geht nicht. Auch nicht. Ha. Okay, Bombe vielleicht. Ja, Bombe geht. Dann, okay, zweimal Bombe geht nicht. Es will auch nicht, echt. Auch mal Bombe. Auch nicht. Doch. Dachte schon fast. So. Jetzt können wir nämlich von dieser Seite aus das Ding aktivieren. Und wieder zurück. So, und jetzt können wir da rein. Und da müsste jetzt Yoshi sein. Haben wir aber eben schon gehört. Und es ist Yoshi. Aber oftmals ist das so, dass die Charaktere, die in der Region anzufinden sind, auch zum ersten Mal dann im Spiel aufgetreten sind. Und da wir jetzt ja im Wald sind, ist es logisch, dass Link und Yoshi auftreten. Ein Panzer kann man gebrauchen. Und... und jetzt... Oh. Das Bild ist weg. Also ich hoffe, dass bei euch noch das Bild jetzt da ist. Oh Mann, ey. Einfach draufhauen. So. Ja, jetzt ist das wieder... Oh. Ich dachte schon. Das Bild war jetzt hier weg. Also... Na, ich hoffe, dass das Bild jetzt nicht irgendwie... ja.
ja, länger weg war. Als jetzt bei mir. Ich hoffe, dass natürlich jetzt auch nicht viele Fehler auftreten, weil das Programm ist hier ziemlich ungewohnt, so lange aufzunehmen. Ah. Okay, war verloren. So. Das. Okay. Yoshi ist sehr hartnäckig. Jetzt nicht erwartet. Aber wir hätten ihn auch erwischt, wenn dieser Fehler jetzt hier nicht passiert wäre. Fächer. Den werden wir ihn auf jeden Fall besiegen. Okay, wir werden ihn nicht auf jeden Fall besiegen. Anscheinend besiegt er uns. Dann halt Yoshi gegen Yoshi. War ein kurzer Auftritt dann von Samus. Ja, das ging schnell. Yoshi hat gegen Yoshi gewonnen. Yoshi... Yeah. Okay. Guti gut. So, was kommt jetzt? Ah ja, wir sind immer noch da. Schon wieder vergessen durch den Yoshi-Kampf. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Müssten wir jetzt in eine neue Region kommen, weil der Wald hier zu Ende ist. Tun wir auch. Klar, dass die kommen. Hier werden wir jetzt noch öfter sein. Also das ist jetzt nicht der einzige Male, die wir hier sind. Hier ist nichts. Und das Ding können wir mit dem da oben kaputt machen. Aber irgendwie komme ich da jetzt nicht an. Oh, er ist so kaputt. So. Nimm das. Ich sagte, nimm das. Okay, wir haben jemand anders erwischt. Wo ist der? Immer diese Betrugsfälle. Echt schlimm. Auch noch Mini Yoshi. Ist da was? Ja, da ist was. Vielleicht brauchen wir das. Und nein, das brauchen wir nicht. Irgendwas Sinnvolles. Und knapp zu weit. Weiter geht's. Und jetzt sehen wir Diddy Kong. Das heißt ja wohl, dass wir gleich in den Dschungel gehen. Und ja, mit Chalkopf Yoshi. Aber jetzt. Ja, okay. Ich weiß, dass ich böse war. Und zack. Oh, schützt er sich. Mann, du. Und ja, weg ist er. Wir haben's geschafft. Yeah. So, wir haben die 15 Minuten Marke fast erreicht, deswegen gehen wir in diesen Speicherpunkt und wir nehmen das Teil, wir sagen aber nicht speichern, wir nehmen erstmal andere Charaktere, nämlich Yoshi, Kirby, Fox und Pikachu und damit sage ich erstmal Tschüss Leute und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also bis dann!